Willkommen zurück bei Eternal Sailing. Für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Luisa und Matthias und reisen seit Jahren auf unserem Segelboot Wanderling. Momentan refitten wir unser Boot auf einer Werft in der Karibik. Tag 2 hier auf der Werft. So, der Außenborder läuft. Ich habe aber festgestellt, dass der Vergaser leckt. Und zwar ist die Dichtung von dem unteren Gehäuseteil undicht. Das ist dieses hier. Und das ist so eine Gummidichtung, die werde ich hier sicherlich nicht kriegen. Und deswegen werde ich jetzt selber eine machen aus Papier. So, das hier ist so ein Stück relativ dickes Papier von einer Papiertüte. Und das nehme ich jetzt, lege das hier rauf und drücke das mal so an, dass man danach den Umriss erkennen kann. So, jetzt kann man das ganz gut erkennen. Jetzt ruhig ein bisschen, ein klein bisschen mehr überstehen. Die ständigen Regenschauer erschweren uns momentan die Arbeit am Boot, weil wir dann immer wieder zu längeren Pausen gezwungen sind und manche Arbeiten gar nicht erst anfangen können. Normalerweise ist das Klima auf dieser Insel im Winter sehr trocken, aber momentan schüttet es jeden Tag mehrmals. So Leute, Tag 3 hier auf der Werft. Ich war heute nochmal in Hillsborough, habe ein paar Sachen eingekauft, unter anderem diese Steckdose hier. Die werde ich jetzt an unser altes europäisches Landstromkabel ranbauen, genauso wie diesen Stecker hier, und dann können wir hier endlich Landstrom nutzen und anfangen zu flexen und ja, mit den wirklich wichtigen Dingen beginnen. Ja, jetzt bauen wir mal das Kabel zusammen und dann gucken wir weiter. Mal schauen, ob das funktioniert. Zum Glück ist hier aufgezeichnet, welche Kabel wohin kommen. Das ist jetzt natürlich die amerikanische Farbkodierung, aber das kriege ich wohl trotzdem hin. So, dann haben wir das auch fertig. Schraube ich das wieder zusammen. So, jetzt haben wir hier so eine eigenwillige amerikanische Steckdose, wo so ein komischer Stecker drauf passt. So, Tag 5 hier auf der Werft. Und ich habe jetzt heute schon ein bisschen abgeklebt. Hier hinten wollen wir ein bisschen die Farbe runternehmen und dort den Kiel mit anlaminieren, weil sich da hinten am hinteren, also den hinteren 10 cm vom Kiel immer so ein Riss gebildet hat. Den will ich da anlaminieren. Und außerdem muss ich noch hier beim Skeg, weil das Skeg wieder rankommt, muss ich hier ein ordentliches Stück zurückschleifen, damit man den wieder anlaminieren kann nachher. Das ist natürlich eine schöne Scheißarbeit mit der Flex, Schrubbscheibe. Jetzt ziehe ich mir jetzt mal einen Schutzanzug an und das ganze andere Zeug. Und dann ist halt heute mal ein bisschen Kämpfen angesagt hier. Die Arbeit ist ziemlich hart, weil es sehr heiß ist und die ganze Schutzkleidung doch ziemlich nervt. Feste Schuhe, Overall, Handschuhe, Atem-, Augen- und Gehörschutz. Und trotzdem kann man sich noch verletzen, wenn man unaufmerksam wird. Irgendwas Verbandskasten.
an. So, liebe Leute, das ist jetzt hier diese Kampfverletzung. Und das würde wahrscheinlich auch so wieder zusammenheilen, aber wir wollen. Hast du erzählt, wie es passiert ist? Ich habe sogar gefilmt, wie es passiert ist. Wir sind viel besser ausgestattet als wir mit so einem richtig geilen Teil hier. Vom Theo. Und deswegen haben die alles Mögliche dabei. Wir könnten jetzt sogar versuchen zu nähen, aber ich bin ein bisschen zu pussy, um mich selber zu nähen. Deswegen hast du sogar ein Skalpell dabei. Skalpell, genau. Falls es gar nicht mehr geht, können wir den Finger auch abtrennen. Also wenn es mit dem Nähen nicht funktioniert, einfach wieder aufschneiden. Aber wir haben jetzt geilerweise auch solche Stripes. Dann machen wir einfach so einen Stripe drauf und gut ist. Wie macht man das auf hier? Ach so. Und gerade vor allem. Das mache ich nochmal. Ich kann es ja so zusammenhalten und du klebst es auf, oder? Nee, warte mal. Finger weg. Ich muss erstmal eine Seite ansetzen. Bisschen höher. So in der Mitte von dem unteren Cut bist du. Hier? Alles zu kleben. Ja, machen wir unten noch einen und oben noch einen und dann ist es fett fest hier, das Ding. Okay, dann hau ich schon einen auf die Nase. Ja. Eigentlich macht man die nicht so durcheinander, aber. 2 bis 3 Millimeter stark. Eigentlich schneidet ich, man sich ja auch richtig und nicht nur so ein 1 Zentimeter Ding hier. Ja, scheiße. So. Und du? Perfekt. Tada! Was hältst du von der Arbeit, Dr. Janczek? Grandios ausgeführt. Ich glaube, kein Krankenhaus bekommt es besser hin. Ja, kein einziges. Das sind deutsche Standards hier auf der Wanderling. Wie macht man das? Einfach heißen? Ja. Perfekt. Ich kann keine Foxy mehr malen, lass es dir jetzt machen. Einfach hier, dann könnt ihr das morgen oder ja. So. Ja, perfekt. Danke. So, liebe Leute, heute dürfte Tag 6 oder sowas auf der Werft sein. Luisa ist schon dabei, am Propeller zu werkeln. Und wir haben ein bisschen Sorge, weil diese Epoxy-Stellen, die wir gestern noch gemacht haben, die sind immer noch nicht richtig hart. Obwohl das jetzt schon ungefähr 20 Stunden her ist. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich die Container vorher nicht durchgeschüttelt habe. Ja, also Anfängerfehler. Ich hoffe sehr, dass das jetzt noch aushärtet, sonst muss ich den ganzen Scheiße wieder runterholen. Warten auf jeden Fall noch 1-2 Tage. So, ansonsten wollen wir den Propeller noch überarbeiten bzw. tauschen und das Wellenlager eventuell noch tauschen. Ihr seht ja hier unseren Zweiflügler. Wir haben jetzt noch einen Dreiflügler gekauft, weil der hier nicht so richtig Power hat. Und das Wellenlager selbst, wenn ihr euch das mal anguckt hier, hat auch schon wieder ganz schön viel Spiel. Das liegt daran, dass wir ja dort, wo eigentlich auch mal ein Lager war, keins mehr haben. Wegen des kaputten Stäbenrohrs und deswegen nur noch dieses haben. Das Problem ist, es gibt hier nicht das richtige Wellenlager zu kaufen, weil das ist eine metrische Welle, 25 mm. Und hier gibt es bloß welche für 1 Zoll, was 25,4 mm sind. Wenn man da eine nimmt, die wieder ein bisschen zu groß ist, dann läuft die schneller ab, als wenn es eine passende wäre. Und noch dazu kostet die fast 100 Euro. Deswegen wäre es gut, wenn es passt. Gucken vielleicht nochmal in dem anderen Shop. Aber es ist halt ist nicht so leicht mit den Teilen hier. So, wir haben gerade alle Hände gebraucht, deswegen konnten wir nicht filmen. Aber mit dem Gerät hier ordentlich Hitze, dem umgebauten Abzieher und dann immer noch ein paar kräftige Hammerschläge und dann ging's. Also Hitze, Vibration, WD-40 und Abzieher. Alles auf einmal. So, eine neue Anode werden wir auch brauchen. Ich habe gelernt, wenn die halb aufgebraucht ist, soll man sie tauschen. Und die hier, die sieht schon ganz schön angefressen aus.
So, da haben wir sie. Eine Saison Karibik. Schon ganz schön zerfressen, das Ding. Ja, den wollen wir ja noch als Reserve mitführen. Deswegen machen wir den jetzt nochmal sauber. Beziehungsweise Luisa macht den sauber. Und ich gucke mir jetzt mal das Seeventil im Bad an, was wir noch tauschen müssen. Das hatte ich hier im April schon mal freigelegt. Das sind noch diese alten Blakes-Ventile. Eigentlich super Dinger, weil das noch echte Bronze ist. Aber das ist so festgefressen, dass wir es die ganze letzte Saison nicht zumachen konnten. Deswegen mache ich das jetzt hier, diese vier Schrauben raus. Und dann kann man es von der anderen Seite abziehen. Ja, so, die Schrauben habe ich jetzt alle raus. Trotzdem sitzt das eventuell fest. Ist auch klar, das ist eigentlich 35 Jahre jetzt drin, das ist noch original. Und wahrscheinlich auch fett eingeklebt. Deswegen habe ich jetzt die Idee, weil der neue Borddurchbruch eh ein bisschen größer wird, einfach das Seeventil mit einem Stück Kot rauszuschneiden. Mal gucken, ob das klappt. Diese Baustelle wird uns in den kommenden Tagen noch große Sorgen machen. Und auch die anderen Probleme am Boot lassen sich hier doch nicht so leicht lösen, wie erhofft. Das Refit wird viel länger und teurer, als wir gedacht haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns ein Like und ein Abo dalässt und vielleicht sogar mal auf unserer Patreon-Page vorbeischaust. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. This vision that I saw is getting closer every dawn.